Yo Leute, was geht ab? Hier ist euer Kai, heute spielen wir den OGOP, extrem schweren Jobber, den André letztes Mal vorgeschlagen hat. Und da ich das keinem antun wollte, außer der Person, die es vorgeschlagen hat, nämlich André, ist nur André dabei! Wir wollten eigentlich Version 1.0 spielen, die war nicht mehr da, deswegen haben wir jetzt Version 2.0. Schaut das Video bis zum Schluss, lasst ein Like da und dann schreibt jetzt rein, wer das Ganze gewinnen wird und viel Spaß beim Video. Okay André, ich bin dir ehrlich, ich hab echt Angst vor dem Jobber. Ich weiß nicht, ob Version 2 so schwer war. 1 war todesschwer. Okay. Aber du hast dir gesagt, seit am Anfang fangen die immer chillig an und werden dann später im Verlauf richtig nervig. Ich bin jetzt schon gestorben. Boah, Kalle. Ja. Wenn die Leute jetzt reinschreiben, dann spielen wir mal den Scissors Death Run zusammen. Boah, Scissors Death Run habe ich auch schon mal getestet. Der soll extrem schwer sein, aber ich komme nicht mehr den Dropper runter. Kalle, du bist schlecht. Leute, jetzt mal no joke, schreibt mal wirklich rein. Dann machen wir wirklich so ein Format daraus. Die schwersten Deathruns, Dropper, ETC der Welt. Könnte, glaube ich, echt. Da musst du noch ein bisschen trainieren. Auf jeden Fall. Tu es. Und irgendwann, wenn wir richtig gut sind, machen wir dann bei solchen Turnieren mit. Aber ich komme nicht mal runter auf den Bounce-Pad, Digga. Was für Turniere. Vor allem, wir haben vorhin noch so geguckt, wie viel Level hat das Ding. Kommen wir damit richtig auf die Zeit? Ich schaffe nicht mal Level 1. Das ist immer das Gleiche. Wie hast du es geschafft, André? Sag mir bitte. Ich bin einfach der Wahre. Okay. Soll ich jetzt mich hinknien und dich krönen, oder wie? Ja. Wie Krönus? Krösus? Wer ist Krönus, Digga? Ich weiß es nicht. Ja, gut. Leute, ich 10 Minuten einen Dropper, wird bestimmt witzig, das Video. Oh mein Gott, ich hab's. Jetzt hat es. Es war so schön. Ich bin unten. Komm rein. Warte, ich muss jetzt mal runterfliegen mit cooler Augengleiter. Boah, auf Oldschool noch mit diesem Jump-Pad nach oben. Boah, mit dem Bouncern. Okay, der Dropper scheint echt richtig. Hallo? Ey, sag nicht, ich muss jetzt von vorne machen. Ich komm nicht hoch. Ich muss von vorne machen. Oh mein Gott. Ich komm nicht hoch. Okay, okay. Ganz entspannt, Kalle. Wir kommen hier hoch. Wenn wir nicht hier hochkommen, ich heule. Ich bin oben. Ja, wo ist Spawnpoint? Gib mir Spawnpoint. Ich hab ihn. So, Leute, jetzt müssen wir noch auf André warten, weil er ist halt schlechter. Ich hab ihn wieder First Try gemacht. Ist egal, Mann. Dropper easy und du kommst nicht dieses Bounce-Bad-Dinger hoch. Junge, hör auf. Ehrenlos. Okay. Okay, Level 2. Level 1 hast du gewonnen, falls wir noch einen Fight machen sollten, Leute. Ja. Jetzt wird es schon ein bisschen nerviger. Ich werde blind, ich bin tot. Oh mein Gott. Aber es ist gar nicht so schwer, es hat nur dieses Zickzack-Ding. Kann man schaffen. Ja, auf jeden Fall. So, und los. Ich bin runtergefallen, direkt gestorben. Okay. Man weiß halt nicht, was als nächste Schicht kommt, so voll nervig. Vor allem, weil es halt so versetzt ist und dieses Schwarz-Weiß macht es nicht gerade besser. Ich hab's fast geschafft! Oh, das war close, das war close. Ich war fast ganz unten, ich war auf letzten Ebene und bin dann gestorben. Leute, stellt euch vor, wir schaffen den zuerst. Das wäre doch mal anders lecker. Und wenn ihr jetzt ein Like schafft, schafft es halt beim nächsten Try. Wenn nicht, dann halt nicht. Digga. Ihr habt nicht geliked, ehrenlos. Oh mein Gott. Ja, okay, aber das ist nur Stufe 2. Ne? Du musst mal überlegen, was Stufe 10 abgeht. Wir haben 10 Dropper. Leute, 10. Denkt euch mal vor. Wir sind jetzt bei. Okay, geht noch. 4 Minuten Aufnahme für 2 Level. So, aber es gibt halt 10 und es wird halt immer und immer schwerer. Sprich, es ist halt jetzt noch. Anfang, ich hab's geschafft. Ich weiß nicht, wohin, ich hab nichts gesehen. Ja, André, alles gut. Ich bring dir schon noch bei. Ja, auf jeden Fall. Ich würde mich freuen. Ich gebe dir einen Tipp. Am Ende hast du wirklich nur so 2 Grade, also kein Raster mehr. Sprich, da kannst du wirklich anpassen, dass du davon kommst. Ja. Ich habe schon den Weg. Okay, André hat den Weg. Aber trotzdem nervig. Alles gut. Lass dir Zeit, André. Wir schaffen das in Ruhe. Ey, Digga, man hat das Gefühl, dass die Dinger sich verändern. Als ob weißt die sich bewegen würden, ne? Aber können sie halt nicht, weil sie halt oldschool sind. Das ist auch wegen diesen Blinklichtern rechts und links. Da wird man einfach keine Ahnung was. Das Ding ist, Leute, ich würde jetzt sagen, komm, ich gehe eine Ebene höher und guck von da zu, nur ich weiß 100%, wenn ich da oben stehe, ich sterbe sofort. Ich hab's gleich, entspann dich. Kein Stress, André, kein Stress. Wir warten auf dich, machen vielleicht auch gleich zwischendurch einen Cut, wenn es länger dauert, aber ist kein Ding. Oh, André. Ach, direkt, easy. Digga. Einmal Weg probiert, direkt studiert. Da wieder hoch. Ciao.
André hat mich blockiert. Schade von ihm. Er blockiert mich halt immer noch. André, ciao. Ah! Ich dachte, ich habe falsch Schaden. Ich hätte geheult. Ich hätte so geheult. Wie jemand, der weint. Okay. Okay, André. Bereit für Level Nummer 3. Yes. Hä, wie easy. Hast du echt geschummelt? Ich bin gestorben. Nein, nein. Das sind Death Zones, oder nicht? Nee, ich bin runtergesprungen einfach nochmal. Aber bin da falsch an gestirbt. Und first try. Er hat mit Death Zones gebaut. Mit Death Zones. Sag ich doch. Warum? Warum macht man den? Ja, weil sonst wäre das doch voll einfach. Du musst einfach nur runterspringen. Wenn man zu faul ist, einen Dropper zu bauen, machen wir einfach Death Zones rein und das passt schon. Hä, musst du durch die Vierecke durch ins nächste Viereck, oder wie? Yes. Ja, okay. Sorry, wusste ich nicht, dass der plötzlich Creative 2.0 Bilder geworden ist, mit Denken. Okay. Ich hab mir an der Kante den kleinen C angehauen und daran bin ich gestorben. Stell dir vor, steht auf deinem Grabstein. Ja, ist aber easy, komm. Ah! André? Ja. Chill da unten, okay? Ich komme. Nee, ich gehe schon mal einen höher zum Checkpoint, weil ich habe Angst, dass ich drauf gehe. Der hat halt wirklich Death Zones eingebaut, die unsichtbar sind. Wieso ist der so? Ich bin dann das rechte und dann nach links gejumpt. Vorne rechts, also direkt am Anfang, wenn du runterspringst, ne? Ja. Mach ich auch, aber mir geht nicht. Ich glaube, ich weiß warum. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich bin so dumm. Ich springe halt jedes Mal gegen dieses Viereck und dadurch verliere ich halt unnormal Schwung. Komm sofort wieder, Kalle. Du schaffst das. Ich hab's geschafft. Ah, easy. So, Leute, wir haben Level 3 auch geschafft. Sind bei André. Was geht? Was geht? Level 4. Und runter. Okay, oh mein Gott. Ah, ich sterbe. Ah, ich sterbe. Ah. Die Vierecke werden immer kleiner. Oh mein Gott, ja. Ich glaube, da werden wir nie weiterkommen. Ich glaube schon. Hier. Weißt du auch warum? Immer Level 4. Ich hab's fast geschafft! Oh mein Gott, ah, war das close! Hast du gesehen? Das war wild. Okay, ich hab den Weg gefunden. Echt? Du auch. Ja. Die Seite, ne? Also wegen den Viereckmuster. Das ist halt angenehmer dann. Ah, okay. Ich hab ein bisschen gefettfingert. Aber ist nicht schlimm, Leute. Wir schaffen's jetzt. Und im besten Fall sogar vor André. Im besten. Besten. Gib dir sogar einen Tipp. Wo bist du? Ich bin unten. Wild. Gib dir doch keinen Tipp. Oha, schade von dir. Digga, nach oben gucken ist einfach alles schwarz. Man sieht nichts, gefühlt. Ich glaube, ich bin wieder stuck für immer hier. Alles Obwohl gut, es André. Einfach ist. Du schaffst das. Wir glauben an dich. Da ist er. Der Echte, der Wahre. Er hat's geschafft. Let's go. Aber wir warten nicht, bis er gelandet ist. Wir gehen das nächste Level vor, uns wieder blockiert. Ah. Hat nichts verstanden. Ich hab... Salah sehe ich, Salah so, Salah so. Ich bin 6 Level gegangen. Okay, Checkpoint mitnehmen. Level 5, wir haben 4 Level geschafft. Es hat jetzt 12 Minuten gedauert. Für 4 Level Death Run. Drop-Up meine ich. Kann man keinem erzählen. Ich bin gestorben. Oh mein Gott, first try. Als ob! Ja. Nee. Nein. Oh mein Gott, ich bin fast draufgegangen. Hä, wie? Ich raff's nicht. Warte mal, er ist hier runtergesprungen? Hä? Bist du gejumpt oder einfach runtergerannt? Boah, das weiß ich nicht. Das ist schon zu lange her. Okay, ich dachte, du bist schon seit 2 Stunden da unten. Okay, komm, wir schaffen das. Ah. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Auf geht's. Digga, wir sind gar nicht mal so bad. Dafür, dass es einer der schwersten Jobber ist, die es so gibt mäßig. Ja. Aktuell. Leute, wenn ihr mal Bock habt, dass ihr wirklich so einen richtig eigenen Jobber publishen und alles, auch gerne mal reinschreiben, weil da hätte ich auch unnormal Bock drauf. Durch Creative 2.0 ist das alles viel geiler. So, okay. Das ist ein Pommes-Jobber. Ich bin gestorben. That's right. Digga. Warum nehme ich sowas mit André auf? Er macht alle Dropper First Try und ich bin für der Schlechte. Ja, 2 hast du auch geschafft. Okay. Aber ich sehe jetzt den Weg und sterbe trotzdem, weil ich einfach dick bin. Beides. Okay.
Trock, du schaffst das. Wir glauben an dich. Ich sterbe immer an der gleichen Pommes. Immer an derselben. Warte mal. Bist du von dem Rand gesprungen oder von diesen Ecken? Hier, wo ich stehe, ja, genau. Du siehst das Jumppad von da, wo du hinspringen musst, eigentlich schon. Siehst du das? Ja, ja. Oh, schade. Ja, okay. Ich bin die ganze Zeit von der anderen Seite gesprungen. Da war es halt ein bisschen ekliger, weil du halt das Salon musst. Aber hier ist easy. Okay, Leute, wir schaffen das jetzt mit einem Try, mit Ansage. Pass auf. Oder auch nicht. Egal, und los. Und runter? Digga, hä? Ich raff's nicht. Bin ich zu dumm dafür, oder? Es ist doch nur ein einfacher Sprung. Es ist nicht einfach. Es ist nicht so einfach. Sieht nur einfach aus. Okay, Leute, wir gehen jetzt mal logisch an die Sache ran. Das ist ein Treppenprinzip. Sprich, die unterste Treppe müssten wir reinspringen, weil da können wir halt uns einen so einen Layer sparen. So, das wäre halt hier. Digga, einmal mit Logik drüber nachgedacht, sofort geschafft. Das ist dieser Punkt. Man muss an sich glauben. Ist so. André, glaubst du an dich? Nein. Ich auch nicht. Let's go. Also an mich und an dich selbst. Okay. Egal, Level 7. Wir gucken nicht hin, wir springen einfach. Level an. Mach hier. Das nicht. Oha, 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 oha. Sorry, er hat anders ernst genommen. Hä? Oh mein Gott, first try. Ich bin André, ich hab wieder first try. Digga, wie bist du da durchgekommen? Sag ich nicht. Allein durch dieses Lasernetz ist ja schon eklig. Musst du durch... Warte mal, da sind so Ecken, da hast du Lücke. Muss ich da vielleicht... Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schade. Egal, egal. Leute, egal, wir schaffen's. Denn wir wissen, wie es geht. So, wir springen durch das Lasernetz... hier durch und dann landen wir auf einer Steinkante. Das ist nicht so geil. André, gib mal bitte Tipp. Nö. Wäre auch langweilig dann. Ich habe keinen Tipp bei dem. Ich bin einfach gesprungen. Ich habe Glück gehabt. Okay, dann springen wir einfach und haben Glück. Pass auf, ich springe jetzt und hab Glück. Hey, warte mal. Ich habe einen Weg gefunden, wie man schummeln kann. Nein. Doch. Den wurde bei diesen Elektronikern drauf landest, wirst du hochgebounced. Egal. Und? Was hat der da gebaut? Jetzt war. Was hat der da gebaut? Ja, sind nicht diese easy Noob-Dropper wie sonst. Digga, bis gerade eben mochte ich Dropper noch. Ich habe mich auf die Aufnahme Real Talk gefreut. Also wir müssen auf jeden Fall irgendwo mittig in die Löcher rein, weil sonst können wir es knicken. Bedeutet, wir müssen... Ja, so weit. Nach hinten. Oh mein Gott, das war knapp. Weil wir haben ja mittlerweile so ein Loch, wo wir rein müssen. Und wenn wir das halt nicht treffen, war es das. Level 7! Ich komme nicht mal mehr weit genug. Ich raff nicht, wie du es geschafft hast, André, ne? Also no joke. Ich hab geschummelt. Echt? Ja. Mit diesem Wegbouncen von dem Blitz. Nee. Bei mir klappt's halt jedes zweite Mal nicht. Oh mein Gott, Leute, wir haben es hingekriegt, irgendwie zu schummeln. Egal. Wir sind unten. Let's go. Nein, wir haben nicht geschummelt, wir haben uns nur Hilfe geholt von der Map. So, wir gehen hier hoch. Hallo André! Okay, Level 8. Leute, ich bin euch ehrlich, gucken, wer das Ding zuerst schafft. Alter, Vater. Der Typ hat Schachbrett anders durchgespielt. Der Typ hat Schachbrett anders durchgespielt. Oh mein Gott. Versuch's. Ah. Oh, oh. Nein. Oh mein Gott, ich war so weit. Bei der letzten Ebene war ich schon. Ja, doch, aber... Digga, sieht man mit... halt null. Ah, verdammt. Oh, ich war so close.
Ey Leute, das ist halt wieder so ein Ding, da kann man es schaffen. Also da hat man wirklich das Ziel vor Augen und will es auch schaffen. Letztes Level war ja vergleichsweise deswegen furchtbar. Egal, die Fettfingert, egal, nehme ich mit. Oh mein Gott, ich hab's. Nein! Krank. Boah, André, was glaube ich auch geil wäre? Hä? Die Community baut für uns Dropper, die wir spielen müssen. Auch Welt, ja. Also Leute, habt ihr gehört? Wenn ihr bauen könnt und wollt, baut Dropper, schickt sie auf Instagram. Oder schreibt Instagram, ich verlinke euch das dann irgendwo unten. Yo, ey, ich hab einen Dropper gebaut. Dann machen wir den und gucken, wie der ist. Und dann machen wir daraus, glaube ich, ein Video sogar, wenn das geil ist. Ah. Leute, wir müssen uns vorstellen, das sind halt Vierecke wieder. Beim letzten Viereck-Ding war schräg die Meter, wegen dem Muster. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht ist es diesmal wieder so. Ich probiere. Vielleicht schaffe ich es, vielleicht auch nicht. Ey Leute, dieser Dropper macht mich echt kaputt. Ich versuche gerade die ganze Zeit hier runterzukommen, aber ich habe keine Chance. Gönnt euch mal. Wir kommen voll weit und dann sterben wir auf der letzten Ebene. Jedes Mal. Ungelogen, jedes Mal. Ich bin schon wieder gestorben. Egal, Leute, komm, 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 komm. Und. Wieso baut man solche Dropper, Mann? Henry, why you be so like? Egal, komm. Wir denken jetzt mal ganz kurz nach, bevor wir springen, Leute. Also, wir haben ein Viereckmuster. Logisch. So, wir gucken runter. Da vorne sehe ich das Ziel. Seht ihr diesen kleinen braunen Pixel, der da vorne ist? Das ist das Ziel. Da müssen wir hin. Aber die sind halt so close beieinander, dass es halt gefühlt unmöglich ist. Versuchen wir mal von gerade rein. Vielleicht geht das ja besser. Oh mein Gott. Ich bin an der Kante abgerutscht. Aber es ist, glaube ich, leichter für uns, Leute. Also probieren wir es mal von gerade rein. Ey, wir nehmen jetzt schon seit einer halben Stunde auf. Der Dropper bricht mich gerade. An diesem Level bin ich jetzt allein für 6-7 Minuten dran. Oh mein Gott. Leute, wir haben es. Wir haben es geschafft. Okay, jetzt noch runterkommen. Ganz entspannt. Ich bin echt gerade fast nervig zusammengebrochen. Dieser Job hat mich echt hops genommen. Aber egal. Level 8 haben wir geschafft. Ich bin echt stolz, Leute. Jetzt kommt Level 9. Ich will mir gar nicht wissen, was Level 9 ist. So, André ist auch da. Let's go. Level 9. Ich hab's noch nicht angeschaut. Alter, was ist das? Okay. Ich glaube, man muss raten. Okay, sorry. Jeder zweite Block ist richtig oder wie werden Ihnen verarscht? Check ich nicht. Ach, wir müssen auf die Hellen kommen. Die Hellen sind richtig, die Lilanen sind falsch. Ah, ich verstehe. Digga, dieser Map-Bauer, ich mag ihn jetzt schon nicht. Das heißt, wenn ich bin ich richtig, aber hier bin ich... Okay, es ist also eher so ein Ratespiel gerade. Ja. Ich versuche mal hier vorne in der Ecke, weil hier wissen wir, hier ist wo irgendwo einer. Hier... Ich war doch drauf auf dem Hellen. Oder war ich zu weit am Rand? Muss ich vielleicht mittiger. So, hier ist hell. Da ja, okay, ich bin bis zum Ende gekommen. Echt? Ist es unten wieder ein Jumppad oder bist du einfach dann überlebt? Jumppad, aber das ist eher oben rechts, das Jumppad. Okay. Ich raff nicht, wie das geht. Also ich schaff die nächste Ebene nicht. Die dritte, weißt du, was ich meine? Ja. Also hier ist das Jumppad eher. Ja. Boah. Ich könnte diesen Mapbauer gerade echt kuscheln. Hä? Bewegt sich das Jumppad oder bin ich doof? Es gab eigentlich keine Moving Props. Ja, ich glaube, das bewegt sich. Kommt drauf an, wie du runtergehst. Oder ist es mittig? Ich weiß es nicht. Es verwirrt mich. Ich weiß halt nicht, wo das Landepunkt auf der dritten Ebene ist. Ist der mittig oder wo ist der? Ganz, ganz links am Rand. Warum hat er nicht mal Zeit zum Reagieren und zu gucken, wo was ist so, weißt du? Weil ja, übel schnell. Egal, Leute. Egal, wir schaffen das. Lass uns jetzt nicht aufregen, weil es bringt nichts. Ja, okay, das Jumppad ist genau mittig.
Aber wie komme ich in die Mitte? Nach ja, man muss Sprung? Ja außen sein, also es geht ja gar nicht. Ja, mittig ist, man muss von außen in die Mitte, aber das ist gar nicht möglich. Warte, ich versuch's nochmal. Ich war doch auf den hellen. Ich glaube, ich habe eine Idee, hab einen Weg gefunden, wie man direkt neben runterkommt. Weißt du, was ich meine? Weil guck mal hier vorne, ja. Hast du ja diese Halbdinger, die so rändlich sind. Ja, der Anfang ist doch egal. Es geht nicht, es geht nicht. Du kommst nicht in die Mitte. Nicht in der Distanz. Es ist nicht möglich. Leute, ich bin euch ehrlich. Wir haben 35 Minuten Aufnahme. Level 9 ist einfach nicht machbar. Ich weiß nicht, ob die Game-Physik sich verändert haben oder ähnliches, weil du bist ja auch schon 2 Jahre alt oder 3 Jahre alt. Wenn ihr es schaffen solltet, schreibt es in die Kommentare. Ich verlinke euch auch die Map, den Code unten in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Kalle. Ciao!